Hallo und herzlich willkommen, ihr Patrioten, zu einer weiteren Folge Helldivers 2. Wir schauen mal, was der aktuelle Generalbefehl ist. Ich habe jetzt auch 3-4 Tage nicht gespielt. Der Feind ist überraschend über einen unserer Planeten hergefallen. Wir okay. Müssen helfen. Wir müssen diesen Planeten verteidigen und dann sehen wir uns gleich im Match wieder. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ja, der Host hat das Ganze auf Mittel gestellt, warum auch immer. Ich wollte eigentlich auf anspruchsvoll machen. Aber das sollte uns jetzt erstmal nicht stören. Ist zwar für den Fortschritt etwas beschissener, aber naja, was soll's. Ich habe ja auch ein paar Tage nicht gespielt. Mal wieder reinkommen. Was haben wir hier Schönes? Grenades. Und eine Flasche Bier. So. Hat jemand markiert? Wie jetzt schon Adler? Ach, da hinten ist ein Nest, oder was? Ja. Das ist doch schon mal ganz gut. Gucken wir, ob da noch Proben sind. Liegende Steine haben wir. Ja, es kam gestern oder vorgestern kam wieder ein neues Update. Diesmal gibt es so einen vierbeinigen Walker bei den Robotern. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Und bei den Roboterplaneten, die großen Kampfraumschiffe am Himmel, deuten wohl auf die neue Alien-Rasse hin. Die ja beim ersten Teil zumindest bekanntlich feindlich eingestellt war zu Robotern und Bugs. Und den Menschen natürlich. Ich bin mal gespannt. So, ist jetzt hier mal Feierabend? Was ist denn los mit euch? Ja, würde schon sagen, ey. Schon wieder fast keine Munition mehr hier. Wo? Markier doch einfach mal was. Ah ja. Ich gehe mal zu den anderen. Ich glaube, der hat nicht so die Ahnung. Höre Unheil. Ja, und immer noch ist der Entwickler tatkräftig bei der Sache, das Ganze relativ spannend mit Content zu versorgen. Finde ich echt nice. Genauso wie diese Mission, die man machen musste, damit man diesen Walker freischalten kann. Vor einigen Wochen. Man musste ja irgendwelche Forschungspläne finden. In einer gewissen Zeit. Also die gesamte Community musste das machen. Was passiert wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten? Ich habe keine Ahnung. Hätten wir den Walker wahrscheinlich nicht gekriegt oder was? Oder irgendwas anderes. Ui, das war aber knapp. Munition wäre nicht schlecht. So, Nachschub. Schon mal in die Hand nehmen. Werfe Thorax-Barke. Was macht er? Achso, er ist im Terminal. Dann stelle ich ein Geschütz auf. Wir benötigen ein Geschütz. Und du hältst die Schnauze. Oh, nice. So, das deckt schon mal da ab. Schön groß von der Demokratie. Das hier? Nichts.
Gar nicht. So, weiter geht's. Datenträger suchen. Tja, ich wusste gar nicht, dass der Orbitallaser die Nester zerstören kann. Oh, nice. Gut zu wissen. Ich muss mal eben den Adler wieder Nachschub geben. Ja, und auch nach 45 Stunden finde ich das Spiel immer noch nice. Also ich kann es nur jedem empfehlen mittlerweile. Also ich habe das ja auch jetzt nicht im Angebot gekauft. Aber es gibt mittlerweile schon Angebote, die unter 25 Euro sind. Wenn man nicht gerade eine physische Version will. Aber ich denke mal, bei Müller oder Saturn haben sie es auch hin und wieder mal bestimmt für 30 oder 35. Das ist gut investiertes Geld, wenn ich überlege, wie viele Stunden man damit verbringen kann für das bisschen Kohle. Und natürlich gibt es ja auch eine 59,99 Version. Die ist aber jetzt nicht unbedingt erforderlich. Da ist, glaube ich, der Standard Battle Pass mit inbegriffen. Den kann man sich aber natürlich auch so erspielen. Von daher, alles gut. Oh, das wollte ich gar nicht. Wo läuft er eigentlich hin? Ich sollte vielleicht auch mal auf die Karte gucken. Ah ja, und es gibt jetzt Sandstürme und Blizzards. Westlich. Boah, weit östlich. Ich gehe mal zu den anderen. Irgendwie hat der, glaube ich, keine Ahnung. Und ich habe selber nicht auf die Map geguckt, weil ich die ganze Zeit am Quatschen bin. Ich hoffe, ich komme da heil an. Aber auf Mittel sollte das klar gehen. Für Mittel habe ich die nötigen Mittel. Und Fähigkeiten. Ja, sowas soll auch irgendwelche Hinweise sein, solche Skelette auf irgendwelche zukünftigen Inhalte. Allgemein, die Welt erzählt viel über das, was noch kommt. Kennzeichne Position. Positioniere Pin, südöstlich, 100 Meter. 100 Meter. Von mir oder von ihr? Ich denke mal, von ihr. Ja, so schnell kann das gehen. Es tut mir leid. Der Host hatte in der letzten Sitzung die Verbindung unterbrochen. Also hänge ich jetzt nochmal eine Verteidigungsmission dran. Ich hoffe, das geht klar für euch, aber ich denke schon. Aber es gibt ja noch mehr Folgen, versprochen. Oh, das ist auch neu. Vorher stand oben rechts, wie viel Box man töten muss. Jetzt steht da nur noch, wie viel Prozent man hat. Aber, naja. Was die auf jeden Fall machen könnten, so eine kleine Minimap unten rechts oder so. Dass, man nicht immer in das Kartenmenü muss, weil da kann man nämlich nicht angreifen. Währenddessen.
Ich mach mal Orbitallaser. Das ist immer ganz nice. Ich mich auch direkt wieder verdrückt. Hier ist ein Durchbruch. Da auch. Ich weiß gar nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad ich jetzt zocke. Da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich nehme an, dass es auch wieder auf Mittel ist. Es fühlt sich zumindest so an. Uns würden auch hier und da andere Gegner kommen. Ich glaube, das war mein Geschütz, oder? Ich glaube nicht. Ne, meins steht da hinten. Aber trotzdem, das passiert oft. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. So, Adler mit 110 mm Geschütz. Ja, okay. Da habe ich mehr erwartet. Ich weiß gar nicht, ob es auch dieses 300 irgendwas Millimeter gibt. Ich glaube 330 war es. Fuck, Tunnel! Nee, ich glaube, das ist Mittel, sonst würden mehr Gepanzerte kommen. Oder diese Kotzer und, wie heißen sie? Die Stürmer. Diese, ich nenne sie immer gerne Rhinos. Die ein bisschen aussehen wie Nashörner, gepanzert. Ohne Horn. Ach, fuck, ey. Dass es auch kein Auto-Reload gibt. Also zumindest, dass man das einstellen könnte. Der Wichser hat mich erst angegriffen, als mein Magazin leer war. Der ist nicht doof. Für einen Bug. Schon wieder einer down, oder was? Ja. Ich eigentlich der Einzige, der Verstärkung ruft. Egal, gibt ja Punkte. So. Grenade. Da hinten. So, einmal Adler nachladen. Ja, schaffen wir. Haben ja schon 72%. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Soll ich auch mal mitnehmen, den Mörser? Mörsergeschütz. Ah, von hinten. Oh, Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Es war ein Brüllkäfer. Ein Brüllbug. Sehr gut. Wollte ich eigentlich auch gerade. Brauchen wir ja sowieso. Alter, was war das? Da hinten der Mörser. Ist leicht ungenau, der Mörser. Nicht, ob man das auf den Container anschmeißen kann. Er ist genau dazwischen gelandet. Blinddarmdurchbruch. Versprochen, nächste Folge ist wieder auf anspruchsvoll. Da, sind auch die Mitspieler etwas
etwas gewiefter in diesem Spiel ist. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, auf Mittel zu zocken. So für ein bisschen Quatschen nebenbei und so passt das auf jeden Fall. Ich habe letztens mit einem Kollegen auf Mittel nur zu zweit gezockt. Das war natürlich schon etwas schwieriger. Ja. Das lief doch ganz nice. Ah ja, das Level Cap wurde auch erhöht von 50 auf 150. Denk mal, das wird auch nicht das endgültige Level Cap bleiben. Finde ich nice. Gibt es wahrscheinlich auch wieder neue Sachen, die man freischalten kann. Irgendwann. Bei mir steht als nächstes der Walker an, der Level 25. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann Double XP oder sowas. Event. Das wäre natürlich nice. Und den Battle Pass kann ich mir auch bald gönnen. Ich habe mittlerweile so viel Echtgeld farmen können im Match. Also ich müsste bloß ein bisschen mehr zocken. Ich habe ja in Anführungsstrichen erst 45 Stunden. So, hier mal kurz die Statistiken. Willkommen zurück. Oben extrahiert 2. Toll. Hätte ich mir mehr erwartet. Also ich jetzt von mir. Verstärkung. Einmal, hä? Friendly Fire habe ich gar nicht. So, dann gucken wir noch schnell, wie immer, am Ende der Folge, ob wir uns noch irgendwas gönnen können. Ah, gönnen können. Ja, hier brauche ich auf jeden Fall normale Proben noch, ein paar. 80. Dann könnte ich mir auf jeden Fall schon mal wieder ein neues Schiffsupgrade kaufen. Das wäre ganz nice. Rückstoßfreies Gewehr. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Aber da muss man zu zweit bedienen, ne? Schweres Maschinengewehr. Ich glaube, das nehme ich mal. So, dann haben wir schon mal eine neue Waffe wieder. Punkte 11 brauche ich gar nicht nachgucken, weil das kostet mittlerweile ein bisschen mehr. Da wo ich bin, kann ich es ja mal ganz kurz andeuten. Da 35, ja hier 7, das könnte ich mir gönnen. Muss ja noch 19 Medaillen ausgeben, damit ich zum nächsten komme. Jetzt noch 12, ja okay, passt doch. So, in dem Sinne, hat wieder Spaß gemacht. Tut mir leid, dass jetzt fast 2 Wochen Pause war, aber es gab auch einige Streams in letzter Zeit. Dann war für YouTube keine Zeit so. Das werde ich wieder ändern, aber ihr könnt auch gerne meinen Stream vorbeischauen. Links sind in der Beschreibung und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Shark. Und Daumen nicht vergessen und Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.